Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr in Zukunft kein Video mehr mit mir verpassen wollt, abonniert sehr, sehr gerne diesen Kanal. Das würde mich total freuen. Ihr würdet meinem kleinen Kanal sehr dabei helfen zu wachsen. Ihr bekommt auch jeden zweiten Tag ein neues Video von mir. Heute geht es mal wieder um die Produkte, die ich in den vergangenen Tagen, Wochen oder sogar auch Monaten aufgebraucht habe. Ich möchte euch gerne berichten, wie mir diese Produkte gefallen haben, ob ich sie mir wieder kaufen würde oder ob ich vielleicht den einen oder anderen Kritikpunkt an diesem Produkt habe. Fangen wir an mit einem, ich sag mal, Klassiker, einem Produkt, das wahrscheinlich jeder irgendwie im Haus hat, nämlich Wattepads. Diesmal von Isana. Ich habe ehrlich gesagt keinen wirklichen Favoriten, was Wattepads angeht. Ich kaufe die mal bei DM, mal bei Rossmann oder auch mal in Supermärkten wie Real oder Rewe, je nachdem, wenn ich gerade welche brauche, und dann greife ich halt einfach zu, die sind preislich ja nahezu identisch. Dieses Mal habe ich die von Isana aufgebraucht. Ich verwende die öfters fürs Auftragen von Toner, weil das für mich am besten funktioniert. Man kann Toner natürlich auch so mit den Händen ins Gesicht einarbeiten, aber ich habe für mich bemerkt, Wattepads funktionieren für mich da am besten. Ich habe auch versucht, so mit Mikrofaserpads das zu machen. Irgendwie saugen die zu viel von dem Produkt auf. Also da verbrauche ich dann deutlich mehr, als ich nehmen würde, wenn ich ein Wattepad verwende. Deswegen ist das praktisch ja so meine Auftragsbasis für Toner. Jetzt ist mal wieder eine Packung leer geworden. Ich glaube, ich habe jetzt auch schon die nächste wieder in Verwendung, weil ich glaube, das ist ein Produkt, das bei einem nie wirklich ausgeht. Dann habe ich ein Produkt aufgebraucht, das bei mir hoffentlich auch niemals ausgeht, nämlich das Peeling von Balea, das Vitamin C Peeling für Gesicht und Lippen. Ich liebe das total. Das gibt es inzwischen in einer neuen Verpackung, woran ich mich erstmal gewöhnen musste. Und hier gehen mal wieder Grüße raus an die liebe Shay, die mir den wertvollen Tipp gegeben hat, dass es eine neue Verpackung gibt. Ich war nämlich schon total verzweifelt, weil ich das nicht mehr gefunden habe. Und bei mir im DM war es nicht nur neu verpackt, sondern auch noch in ein anderes Regal eingeräumt. Aber nachdem mir Shay den Tipp gegeben habe, habe ich es zum Glück wiedergefunden und ich bin sehr froh darüber, denn das ist mein absolutes Lieblingspeeling. Das verwende ich hauptsächlich fürs Gesicht. Andere mechanische Peelings sind mir im Gesicht ehrlich gesagt zu grobkörnig und zu rau und zu aggressiv. Das hier hat aber die perfekte Konsistenz für mich. Es ist halt, man merkt schon, man hat einen deutlichen Peeling-Effekt, aber halt nicht so, ja, so aufreibend. Ihr kennt bestimmt dieses Gefühl, wenn man sehr, sehr hartes Peeling hat und dann denkt so, okay, meine Haut wird gerade wirklich richtig geschmürgelt. Hat man bei dem hier nicht. Außerdem riecht es fantastisch. Auf den Lippen hat es auch noch einen angenehmen Geschmack, so nach Orangenmarmelade. Und der Effekt ist einfach traumhaft. Meine Haut fühlt sich danach immer an wie neu geboren. Also das ist ganz klar eine Empfehlung von mir, wenn ihr ein mechanisches Peeling fürs Gesicht sucht, das wirklich angenehm riecht, schmeckt und einen tollen Effekt hat, gönnt euch das hier. Gibt es in meiner Zweierpackung für 95 Cent, ist halt auch wirklich auch noch preisgünstig. Dann ist bei mir ein anderes DM-Produkt leer geworden, nämlich von Sundance. Das ist die Eigenmarke, was Sonnenschutz angeht, von DM. Da habe ich das matte Sonnenfluid mit Lichtschutzfaktor 50 aufgebraucht. Das hat mir insgesamt gut gefallen. Es hat angenehm gerochen, es hat sich gut verteilen lassen, es ist angenehm schnell eingezogen und hat nicht so einen unangenehmen klebrigen Film auf der Haut hinterlassen. Einziger kleiner Minuspunkt, man kann sich danach nicht so wahnsinnig gut schminken. Deswegen verwende ich jetzt für das Gesicht immer lieber die Sundrops von Rossmann. Danach kann man sich nämlich absolut problemlos schminken. Hier war es wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, dass meine Foundation nicht gut sitzt oder auch Concealer, dass das so ein bisschen gecreased ist, dass das nicht so sauber aussah, auch wenn ich es wirklich lange mit Pinsel und Make-up-Schwämmchen eingearbeitet habe. Deswegen würde ich sagen, diese Sonnencreme eignet sich tendenziell eher für Hals, Dekolleté oder auch die Hände oder halt auch fürs Gesicht, wenn ihr euch nicht schminken wollt, dann ist es natürlich auch ein sehr, sehr gutes Produkt. Aber insgesamt habe ich es dann hauptsächlich jetzt für Hals, Dekolleté, Hände verwendet, weil meine Haut halt wirklich auf Sonnenstrahlen auch super empfindlich reagiert und ein Lichtschutzfaktor 50 für mich halt wirklich schon eine sehr, sehr gute Wahl ist. Dann habe ich ein Produkt aufgebraucht, das ich eigentlich jetzt gerade in den Sommermonaten gar nicht verwenden wollte, aber dann habe ich mir meine Füße angeschaut und habe mir gedacht, nee, du musst doch mal wieder hier so ein, ja, so
extremes Fußpeeling machen. Das sind Hornhautsocken, die habe ich bei Action gekauft für, ich glaube, damals 99 Cent. Ich habe die letztes Mal wieder gesehen, die kosten inzwischen fast 2 Euro. Ich habe die aber auf jeden Fall für deutlich weniger Geld bekommen. Und mit denen habe ich schon mal sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich tendiere leider dazu, dass meine Füße gerade an den Fersen relativ viel Hornhaut bekommen. Also ich laufe halt auch unheimlich viel barfuß rum, wenn es sich irgendwie Gelegenheit ergibt. Ich vermute, dass es da irgendwie einen Zusammenhang gibt. Und dass sieht halt einfach im Sommer in offenen Schuhen nicht so schön aus. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, du musst dir deinen Füßen wirklich nochmal hier so eine Hornhautbehandlung gönnen. Normalerweise mache ich das immer so Anfang des Frühlings oder im Winter. Also tendenziell eher, wenn der Winter vorbei ist und ich weiß, bald hole ich wieder die offenen Schuhe raus. Dann mache ich so eine Behandlung immer, weil es sehen ungefähr 2 Wochen, sehen die Füße echt nicht schön aus. Also an und für sich ist das Produkt mega. Also wenn ihr Hornhaut habt und sagt, die möchte ich loswerden, kann ich euch das echt empfehlen. Also ihr werdet diese Hornhaut wirklich, wirklich los. Aber 14 Tage könnt ihr euch darauf einstellen, dass eure Füße aussehen wie ein gerupftes Huhn. Also die Hornhaut geht halt nicht gleichmäßig wie so eine Schlangenhaut ab, sondern halt immer in so kleinen Fätzchen und Krümelchen und so weiter. Also ich würde euch auch wirklich empfehlen, während der Behandlung, also beziehungsweise nach der Behandlung, man hat die ungefähr 2 Stunden an, diese Socken, dann spült man die Füße ab und nach so 4-5 Tagen geht es dann aber auch wirklich ab, also im wahrsten Sinne des Wortes, dann löst sich die Hornhaut und die verteilt man da wirklich in der ganzen Wohnung. Deswegen während dieser Zeit dann besser Hausschuhe tragen oder Socken, am besten Socken, die nicht mehr so die allerbesten sind. Und wenn man die dann umstülpt, da kommt wirklich Hornhaut ohne Ende raus. Also die 2 Wochen nach der Behandlung sind wirklich nicht allzu schön, aber danach sehen die Füße wirklich richtig, richtig gut aus, ohne Hornhaut, richtig weich und da kann man die dann wirklich wieder richtig schön in offenen Schuhen präsentieren. Aber wie gesagt, wenn ihr das ausprobiert, lasst euch gewarnt sein. Ihr werdet auf jeden Fall 2 Wochen lang wirklich mit sehr, sehr schuppigen, ziemlich zerrupft aus in den Füßen rumlaufen, aber danach ist das Ergebnis halt wirklich, wirklich schön. Dann ist bei mir leer geworden das Micellenreinigungswasser von Garnier. Mit dem habe ich wirklich ziemlich gute Erfahrungen gemacht. Also wenn ich irgendwie mich abgeschminkt habe mit meinem Creme-Reinigungsprodukt oder meinem Reinigungsschaum, irgendwie das Gefühl habe, irgendwie musstest du noch ein bisschen mehr reinigen, dann habe ich halt dieses Micellenreinigungswasser verwendet und das hat super gut funktioniert. Also ich mag das richtig gerne. Ich werde mir das auch auf jeden Fall auch bei einem meiner nächsten Einkäufe wieder gönnen. Also ist wirklich richtig gut. Brennt auch nicht, hat keine irgendwie Hautirritationen ausgelöst. Ich nehme immer das die rosane Variante für trockene, empfindliche Haut. Ich habe zwar nicht wirklich eine trockene Haut, aber ja, auf manche Inhaltsstoffe reagiert meine Haut schon ein bisschen empfindlicher. Deswegen habe ich mir gedacht, gehe ich auf Nummer sicher und hole mir das für empfindliche Haut und funktioniert für mich halt wirklich, wie gesagt, extrem gut. Kann ich euch total empfehlen, wenn ihr ein Micellenreinigungswasser sucht. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Wahl. Es gibt auch günstigere Varianten von den Drogerie-Eigenmarken. Die haben mir bisher aber gar nicht so wahnsinnig gut gefallen. Ich habe die auch mal ausprobiert und die waren nicht schlecht, aber irgendwie fand ich das von Garnier besser. Ich kann gar nicht so richtig genau sagen, woran es lag, aber vielleicht war es der Duft, vielleicht war es die Reinigungswirkung. Ich kann es nicht genau festnageln, aber das von Garnier ist für mich tatsächlich bisher das Beste gewesen. Dann habe ich ein Shampoo aufgebraucht und zwar aus einer Limited Edition von Balea, das Shampoo Blossom Dream. Das hat mir sehr gut gefallen. Also in allen Kategorien. Also es hat super gut gerochen nach Kirschblüten. Es hat die Haare schön weich, aber auch griffig gemacht und war richtig toll. Ich befürchte, ich kann es mir jetzt halt nicht mehr nachkaufen, weil es halt, wie gesagt, mal wieder eine Limited Edition war. Das ist halt immer so ein bisschen der Nachteil an Limited Editions. Man kann zwar auf der einen Seite super viele tolle neue Produkte kennenlernen und hat auch eine gewisse Variation in den Produkten, die man verwendet. Aber wenn einem etwas richtig fantastisch gefällt, muss man halt damit rechnen, dass es innerhalb von relativ kurzer Zeit aus dem Sortiment genommen wird. So auch hier. Also mir hat das hier wirklich richtig, richtig gut gefallen. Es würde mich total freuen, wenn es das nochmal geben würde oder vielleicht sogar ins ständige Sortiment aufgenommen werden würde. Also mir hat es echt gut gefallen, meinen Haaren hat es gut getan und was will man denn mehr? Und günstig war es, glaube ich, auch. Also ich glaube, es hat 1,45 gekostet, also das geht für ein Shampoo wirklich klar. Dann ist bei mir mal wieder ein Deo leer geworden von Rexona, Maximum Protection Extra Strong Invisible. Habe ich mir, glaube ich, bei Thomas Philips oder Zimmermann, ich bin mir gar nicht
Also sich auf jeden Fall einen dieser Outlet-Läden für 1,99 gekauft, weil Rexona Deo in den Drogerien ist inzwischen echt richtig teuer geworden. Ich glaube, das kostet bei DM inzwischen 3,49 und das finde ich für ein Deo-Spray halt ein bisschen krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen decke ich meinen Deo-Bedarf inzwischen eher bei diesen Outlet-Läden, weil ich halt auch keinen Goldesel im Keller habe und auch ein kleiner Sparfuchs bin und da versuche ich natürlich ein paar Schnäppchen zu machen. Und falls ihr so einen Laden wie Thomas Phillips, Action, Zimmermann oder irgendwas in dieser Sparte in der Nähe habt, guckt ruhig mal nach ja, Kosmetik-Markenprodukten. Oft haben die ja die auch im Sortiment, obwohl man damit gar nicht so wirklich gerechnet hat. Und dann kann man tatsächlich richtig viel sparen. Ich meine, hier pro Deo-Spray spare ich hier rund 1,50 € und das ist schon eine Menge bei einem Produkt, das man ja auch wirklich täglich in Gebrauch hat. Dann ist leer geworden ein Produkt, das ich auch ziemlich oft in Gebrauch habe, nämlich Allzweck-Tücher von DM. Da probiere ich mich immer auch so ein bisschen durch die verschiedenen Limited Editions. Es gibt diese Standardtücher, einmal so mit Frischeduft und dann einmal mit Zitronenduft. Die sind auch fein, da will ich gar nichts gegen sagen. Aber ich ja, probiere immer die Limited Editions mit unterschiedlichen Duftrichtungen und ich finde diese Tücher wirklich sehr, sehr praktisch. Ich versuche immer so, ja, meine Wohnung möglichst sauber zu halten, aber manchmal bei Kleinigkeiten lohnt es sich denn nicht, mein komplettes Putzarsenal aufzufahren, also mit allen Reinigungsmitteln, Schwämmen und Tüchern und so weiter. Wenn ich halt nur mal ein bisschen gekleckert habe, dann nehme ich so ein feuchtes Reinigungstuch, um halt ja Flächen wie zum Beispiel meinen Couchtisch oder in der Küche, wenn ich irgendwie Obst geschnitten habe, schnell zu reinigen und dann ist die Fläche auch wieder sauber, riecht gut und ja, ich habe mein Sauberkeitsbedürfnis ja befriedigt. Also ich mag die wirklich sehr, sehr gerne. Hier hatten jetzt die Duftrichtung Fräsien und Zedernholz hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hatte so einen frischen, aber auch ein bisschen herben Duft. Also mag ich wirklich sehr, sehr gerne, würde ich nachkaufen. Ich will nachher auch zu DM fahren, mal schauen, ob ich diesen Duft wiederbekomme oder ob ich vielleicht eine neue Limited Edition ausprobieren kann. Werdet ihr denn bei einem der nächsten DM-Hauls dann auch sehen. Dann habe ich ein Produkt von Penny aufgebraucht. Da hatte ich euch ja letztens einen Haul gezeigt, wo ich Pflegeprodukte von Penny gekauft habe. Und die habe ich natürlich jetzt auch nach und nach alle bei mir in Verwendung. Es sind noch nicht alle leer, aber leer geworden sind jetzt die pflegenden Reinigungstücher. Die haben mir insgesamt wirklich ziemlich gut gefallen. Also sie haben sich jetzt nicht großartig unterschieden von den Reinigungstüchern von Rossmann oder DM. Sie haben recht angenehm gerochen. Also nicht so intensiv parfümiert, wie man das bei manchen Reinigungstüchern hat, aber halt so ein, ja, so einen leicht milden, blumigen Duft. Das Vlies war auch schön weich und ich hatte wirklich auch das Gefühl, dass ich damit ziemlich gut mein Gesicht reinigen kann. Also ich reinige mein Gesicht ja lieber mit halt, also mit einem Reinigungsschaum oder einem Reinigungscreme oder einem Gel und so weiter und arbeite dann nochmal nach, zum Beispiel mit Micellenreinigungswasser, dass ich dann abends auch das Gefühl habe, dass meine Haut halt wirklich richtig sauber ist. Aber manchmal muss es eben schnell gehen. Oder man fährt in den Urlaub und möchte nicht 20 Reinigungsprodukte einpacken. Dann ja, nehme ich halt solche Reinigungstücher. Ich bin mir natürlich darüber bewusst, dass es nicht so optimal ist, wie wenn man wirklich ein Reinigungsprodukt, so einen Schaum verwendet und das Gesicht halt richtig, richtig porentief reinigt. Aber wie gesagt, besser als gar nichts. Und mir hat es insgesamt gut gefallen. Also ich könnte mir das gut vorstellen, das zum Beispiel in den nächsten Urlaub mitzunehmen. Oder halt bei mir in der Schublade zu haben, wenn ich mal irgendwie einen Tag habe, wo ich sage, bin richtig spät nach Hause gekommen. Ich muss mich zwar noch abschminken, aber jetzt nicht noch eine Viertelstunde vorm Spiegel stehen. Dafür sind die halt ziemlich gut geeignet. Ich wollte schon gereinigt sagen, ja. Ich habe sehr, sehr viel gerade über Reinigung gesprochen. Gereinigt habe ich mich übrigens auch mit diesem Duschgel von Isana. Das ist auch eine Limited Edition. Das ist die Summer Nights Edition mit dem Duft nach Gardenie und Orange. Das hat mir richtig gut gefallen. Das ist so ein richtig schöner, herber Orangenduft, also mega, mega gut. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, mir das nochmal nachzukaufen. Also ich mag ja Orangendüfte sowieso super gerne. Habt ihr bestimmt in vielen Videos bei mir schon mitbekommen, in Aufgebrauch-Videos oder in Hauls, dass wenn ich eine Duftvariation zur Auswahl habe, dass ich mich sehr, sehr gerne für den Orangenduft entscheide. Und das ist ein ganz toller Duft. Er ist sowohl irgendwie
sommerlich, weil er irgendwie fruchtig ist, als auch so ein bisschen warm und dunkel, dass ich mir das auch sehr gut im Herbst oder Winter vorstellen kann. Also für mich einer der absoluten besten Limited Edition Düfte, die ich seit längerer Zeit geschnuppert habe. Also hier ein ganz, ganz klares ja, Yay an Rossmann und Isana. Das ist ein ganz, ganz fantastischer Duft. Da habt ihr ein tolles Produkt auf den Markt gebracht. Dann ist nochmal leer geworden, etwas aus dem Bereich Zahnpflege von Dontodent, das ist die Eigenmarke, was Zahnpflege angeht, von DM. Da habe ich mir das Protect and Care 10 in 1 Rundumschutz Produkt ausgesucht, hat auch wirklich gut funktioniert. Ist diese lilane Variante, schmeckt meiner Meinung nach nicht ganz so gut wie die blaue und die grüne Variante, aber passt schon. Also vielleicht würde ich, wenn ich jetzt bei DM bin, mich tendenziell eher für die grüne oder blaue Variante entscheiden, aber insgesamt war das wirklich ein gutes Produkt. Ich verwende das immer so als Zusatz für meine Munddusche. Die verwende ich, um meine Zahnzwischenräume zu reinigen, damit sich mein Zahnfleisch nicht entzündet und natürlich auch die Zwischenräume zwischen den Zähnen schön sauber sind. Viele Leute vergessen das ja, putzen halt innen und außen, aber zwischen den Zähnen, ja, da kann sich natürlich auch einiges so an Bakterien ansammeln. Aber inzwischen sieht es wirklich ganz gut aus. Ich war erst gestern wieder beim Zahnarzt und ja, ich sag mal, bis auf das, was gemacht werden musste, war er wirklich zufrieden mit meinen Zähnen. Oh je, das kann ich euch auch noch erzählen. Letzten Freitag, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, ich hab mir abends die Zähne geputzt und merkte auf einmal so, irgendwas ist da komisch scharfkantig. Und habe dann gefühlt mit der Zunge, okay, da steht wirklich irgendwas Scharfkantiges ab. Und so masochistisch, wie man denn immer ist, habe ich natürlich gleich im Spiegel geguckt und da war wirklich so ein richtiger Außenbereich von meinem einen Backenzahn so richtig abgebrochen, so als würde da so ein millimeterbreites Zahnstück zwischen meinen Backenzähnen stecken. Ich habe mich so erschrocken. Also das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich bin halt auch, was Zahnsachen angeht, echt immer so ein bisschen panisch. Und ich dachte so, oh Gott, was jetzt passiert? Und es fühlt sich auch wirklich unangenehm an, so am Zahnfleisch. Und ich bin wirklich panisch durch die Wohnung gelaufen, habe irgendwie allen möglichen Leuten wirklich, habe ich Kürre gemacht, weil ich mal Nachrichten geschrieben habe, oh Gott, ich habe was am Zahn. Und bin dann halt gleich am Samstagmorgen zum Notfallzahnarzt gegangen, der zum Glück ziemlich nah bei mir war. Also da konnte ich wirklich in 10 Minuten zu Fuß hingehen, weil manchmal bei uns im Landkreis haben die Notfallzahnärzte, die wechseln sich immer ab. Und wenn man den Pech hat, muss man irgendwie noch 30 Kilometer fahren. Aber ich hatte Glück, es war wirklich einer in der Stadt, in der ich wohne. Und ja, der hat das dann abgeschliffen und meinte auch so, jo, also so wie ich das so gemacht habe, damit kommen Sie übers Wochenende, aber lassen Sie sich diese marode alte Füllung dringend mal bei Ihrem Zahnarzt austauschen. Und das habe ich dann gestern gemacht. Also da hatte ich dann zum Glück zeitnah auch einen Termin bekommen noch. Also ich hatte den Montag angerufen, Donnerstag hatte ich den Termin. Also hier bei uns gibt es wirklich nicht viele Zahnärzte, deswegen. Ja, kann normalerweise ein Termin schon mal ein bisschen länger dauern, aber ich hatte wirklich Glück und der hat das denn gestern gemacht, hat diese alte marode Füllung ja rausgebohrt und hat eine neue hochwertige Füllung eingesetzt, wo ich jetzt hoffentlich erstmal 10 Jahre oder so damit Ruhe habe. Also ich bin wirklich, was Zahnsachen angeht, super, super panisch. Also ich kann mich schneiden, stoßen, hinfallen und so weiter, alles kein Ding, aber sobald ich irgendeine Unregelmäßigkeit am Zahn fühle, brechen bei mir alle Dämme, da bin ich wirklich total panisch. Ich weiß, es ist ein bisschen komisch, aber irgendwie habe ich da so eine leichte Zahnschadenphobie, auch wenn im Film irgendwas passiert mit Zähnen. Ist das für mich der absolute Horror. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, A Cure for Wellness. Und da gibt es eine Szene, wo einem der Figuren mit einem Bohrer vorne in den Schneidezahn reingebohrt wird. Ich wäre fast panisch aus dem Raum gelaufen. Ging gar nicht. Also, sonst Metzel, Schnetzel, Zombie-Filme, geht alles voll klar, aber das war für mich der blanke Horror, wirklich. Ja, kurzer Ausflug in Richtung Zähne von diesem Zahnprodukt. Jetzt möchte ich euch noch schnell das letzte Produkt zeigen, das ich aufgebraucht habe. Und zwar ist es ein Fixing-Spray von Catrice. Das ist das Fix and Protect Spray mit Lichtschutzfaktor 20 und auch noch Blue Light Defense. Hat mir insgesamt ganz gut. Gut gefallen. Ich fand den Pumpkopf nur nicht so optimal. Also da gibt es wirklich bessere, auch von Catrice. Aber insgesamt war das wirklich ein passables Fixing-Spray, mit dem ich zufrieden war. Der Duft war auch ganz in Ordnung. Es hat das Make-up wirklich gut fixiert. Deswegen will ich jetzt auch gar nichts Schlechtes über dieses Produkt sagen. Wie gesagt, nur der Pumpkopf könnte ein klein bisschen besser sein. Dann wäre es ein sehr, sehr gutes Produkt. So würde ich es halt praktisch nur als gutes Produkt ja, einstufen. Insgesamt würde ich aber trotzdem empfehlen, wenn ihr auch vor allen Dingen eine kleine Sprühflasche sucht, vielleicht wenn ihr in Urlaub fahrt oder irgendwie sowas und nicht so einen Kaventsmann mitnehmen wollt.
So, das waren die Produkte, die ich in den vergangenen Tagen, Wochen, Monaten aufgebraucht habe. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen, ihr hattet Spaß dabei. Ich hatte auf jeden Fall wieder ganz viel Spaß beim Testen der Produkte und beim Drehen der Videos sowieso. Wir sehen uns auch schon ganz, ganz bald wieder in einem nächsten Video. Ich freue mich schon total auf euch. Bis dahin, eure Ramis.